Moin, meine lieben Heimwerker-Freunde. Ja, heute bauen wir uns wieder drei ganz einfache Projekte aus Holz aus der Restekiste. Viel Spaß dabei. Heimwerker-Time.
So, meine lieben Heimwerkerfreunde, ja, so schnell baut man sich wieder drei ganz einfache Projekte aus der Restebox. Also sind wirklich ganz simple Sachen. Diese Pyramiden, die nennt man irgendwie Malerspitzen. Das habe ich irgendwie auch mal im Internet gesehen gehabt. Die gibt es irgendwie aus Kunststoff, glaube ich, zu kaufen. Die haben einfach den Vorteil, dass wenn man was malt, dann ist das ja oft immer das Problem, man legt irgendwie Hölzer hin, man malt das Ganze. Ja, dann muss man erstmal warten, bis eine Seite getrocknet ist, damit man es umdrehen kann. Weil würde man es umdrehen und man packt da Hölzer unter, dann würden die Hölzer da ja wieder dran kleben und so. Und das ist halt ein bisschen nervig. Und dadurch, dass das hier so eine geringe Auflage hat, also Spitze hat, kann dieses da auch nicht festbacken. Und man kann das Ganze auch ganz schnell nochmal nacharbeiten. Also das sind dann vielleicht 4 kleine Punkte, die man nachher zum Schluss nochmal ein bisschen nachmalt von dieser Spitze. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Prinzip. Wie gesagt, die gibt es irgendwie aus Kunststoff, habe ich die zumindest schon mal gesehen. Und ich sehe es halt nicht ein, die zu kaufen. Eben Restkantholz. Guckt einfach darauf, dass das viereckig ist, also dass das Maß gleich ist. 8x8, 6x6, 4x4. Ja, 45 Grad an der Kappsäge. Selber machen. Finde ich richtig praktisch, ganz einfach. Ja. Ja, dann dieses Streichmaß. Das ist auch eine ganz, ganz simple Geschichte. Ja, gibt wahrscheinlich bessere Varianten, aber es ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich selber persönlich brauche nicht so oft so ein Anreißmaß, nutze es nicht so oft, aber das war jetzt wieder aus der Restebox und ich habe gedacht, ich zeige euch das einfach mal, ist auch ganz simpel. Ja, und dieses mit dem rechter Winkel übertragen finde ich persönlich praktisch. Gut, es ist jetzt natürlich die Frage, ob man jetzt Lust hat, den rechten Winkel halt anzuziehen, also ranzusetzen, anzeichnen, umsetzen. Ich mache manchmal auch nur so kleine Striche, so setze ich den einmal an, zack, zack, drehe den um, brauche ihn nur zweimal ansetzen. Ist vielleicht einfach nur eine kleine Spielerei, aber ich will euch einfach auch nur zeigen, dass man, wenn man manchmal vielleicht auch kein Geld hat oder so, dass man in der Restebox auf jeden Fall Material findet für kleine Projekte. Auch wenn das Sachen sind, die ihr vielleicht im Nachhinein gar nicht so brauchen könnt oder ja, wo ihr einfach von vornherein schon wisst, so ja, brauche ich zwar nicht, aber... Baut einfach, das übt, das macht Spaß, man kommt mal wieder ein bisschen raus, man kommt ein bisschen in die Werkstatt. Ja, und die Reste erfüllen seinen Zweck für die Leute, die es eben dann halt behalten. Ich finde es super, bevor man es irgendwie wegschmeißt oder verbrennt. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann mich gerne abonnieren. Kommen regelmäßig neue Videos und es ist kostenlos. Gerade so einen kleinen Versprecher gehabt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Kreativbär. Ciao.